Ja, also herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Wir sind bei TPU angekommen, der Two Point University, dem allerletzten finalen Level des Basisspiels. DLCs gibt es bisher noch nicht. Und wir haben Aufgaben, die sind durchaus knackig. Zumindest im ersten Jahr gewesen. Oder im ersten Stern, sollte man vielleicht sagen. Erster Stern ist vielleicht eher gesagt, weil man hat 150.000 ohne irgendwas. Man hat die Grundstücke, die sind wirklich sehr, sehr groß. Aber wir mussten noch minimaler arbeiten, als wir in der Vergangenheit schon mal in minimaler Arbeit das Ganze ausgelegt hatten. Aber ich denke, man sieht's. Das läuft. Ich denke, ich habe das Spiel raus. Ich habe verstanden, wie das Ganze halbwegs ablaufen muss. Und dementsprechend, wir haben wirklich viele Essensstände, die auch wirklich von Personal bedient werden müssen. Wir haben sogar sowas wie Training. Wir haben kein Research bisher, aber das könnte man theoretisch auch noch nachholen. Obwohl ich da sagen müsste, ich wüsste nicht mehr, was ich an Research machen würde. Denn Research würde nur darauf hinauslaufen, die Projekte zu generieren, die einem Geld geben. Und dafür halt jemanden einzustellen, wäre bisher meines Erachtens Schwachsinn. Und dementsprechend, ich denke, in dem Level muss man eigentlich den Punkt erreicht haben, wo man vielleicht nicht alles, aber das meiste wirklich schon freigeschaltet hat. Dass man wirklich dann einfach die ganzen Sachen ausbauen kann, gerade hier die oben, die Dinge. Man sieht A plus A, A, A plus. So muss das Ganze aussehen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal hervorgehoben habe, ich glaube nämlich nicht. Aber wir haben mittlerweile schon zwei Kurse. Und zwar, wie angekündigt, einfach ganz simpel General Knowledge noch hinzugefügt. War es notwendig? Keine Ahnung. Aber dadurch, dass man hier sehr, nehmen wir es mal, simple, aber umfangreiche Voraussetzungen oder Herausforderungen hat, bin ich davon ausgegangen, dass es vielleicht gar nicht so dumm ist, wirklich Sachen zu nehmen. Klar, der erste Kurs, weil er einfach ist. Und der zweite Kurs, falls man tatsächlich irgendwas braucht, wie erreiche 90%, erreiche 80%, erreiche A, A plus in Kursen, hatte ich mir gedacht, das wäre vielleicht richtig. So, jetzt ist natürlich wichtig, ein Jahr ist vorbei. Wir brauchen vor allem auch nichts Neues. Der ist 5, der ist noch auf 0, der ist auf 3. Okay, das sind damit auf 2. Dann würde ich mal sagen, den machen wir mal wieder zurück. Und wir geben dir das als nächsten Fokus. Das wird es einfach so nach und nach auf 5 bringen, weil ich glaube, ein Checkmark reicht. Die beiden haben wir. Okay, wir hätten 25 Punkte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich könnte den upgraden. Ich meine, wir brauchen dafür nichts Neues, also warum nicht? Okay. Ja, also hier werden wir so ein bisschen die Situation haben mit dem heutigen Teil. Der wird vermutlich sehr zurücklehnend sein. Denn wenn wir ehrlich sind, das schaffen wir mit Zeit, das schaffen wir, wenn wir uns darauf fokussieren. Und dementsprechend, wenn man das ernsthaft angehen würde und in, wenn man es mal kompakt halten würde, dann würde man das vermutlich relativ zügig abarbeiten, beziehungsweise einfach euch gewisse Sachen ersparen. Aber ich will das schon Ganze in dem Dreiertakt zu Ende führen. Also gucken wir mal, was wir hier gebacken bekommen, wenn wir das Ganze gemeinsam machen. Increases Attractiveness. Meine Frage ist, wie Attractiveness überhaupt funktioniert. Muss das clever positioniert sein? Also ich könnte verstehen, wenn man sagt, dass da ganz hinten, oder auch immer du da machst, wenn man so eine Sache da ganz hinten platziert, das würde nicht viel bringen. Für zumindest, wenn es um die Studenten geht. Wir wissen ja, wir können Sachen platzieren und wir sehen jetzt zum Beispiel hier, selbst Gebäude haben Room Prestige. Das heißt also, da Sachen reinzustellen, wird vermutlich richtig sein. Ist das? Das ist Entertainment. Da können wir auch ganz gerne nochmal so ein paar Sachen hier hinwerfen. Man sieht zum Beispiel, ich habe hier ja schon in der Ecke das so ein bisschen auch gemacht. Weil ich nicht weiß, was ich mit der Ecke besser machen soll. Oh, Telefon. Yes.
Das habe ich bisher auch noch nicht wirklich angeboten. Bis jetzt mache ich in meisten Leveln eigentlich auch schon nicht. Aber jetzt haben wir hier so ein paar Optionen dafür. Meine Frage ist, ob man hier oben noch irgendwas hinstellen müsste, sollte. Ich denke, solange ich hier so ein paar Sachen habe. Ja, und dann sieht man natürlich auch, das sieht hier alles noch sehr ulkig aus. Aber Leute schreien so nicht danach. Ich habe es hier ein zweites gebaut, weil ich wirklich auf einmal Leute, fünf Leute auf einmal hatte, die zu dem einen wollten. Also dachte ich, wäre das die richtige Entscheidung. Aber zum Beispiel hier oben, da geht keiner wirklich hin. Das ist auch nicht der Fall, als wäre der Kollege wirklich gut vom Level oder ähnliches. Also, aber den Raum könnten wir trotzdem noch mal ganz kurz verbessern. Dass der wenigstens auf 5 hochwandert. Irgend sowas. Also, der wandert da nicht hin. Alright. Okay, das war auch schon die 5. Ich mach trotzdem ganz kurz hier davon Gebrauch. Warum auch immer der jetzt. Das heißt, wenn wir dann in der Zukunft noch einen zweiten brauchen, dann können wir den auch gleich perfekt kopieren. Okay, und damit sind wir dann schon auf 80 hochgeklettert. Das ist decorative. Deswegen hier einfach irgendeinen Schrott hinwerfen, was man auch meines Erachtens als gewissen Kritikpunkt anmerken kann. Ich denke, es wäre cool, wenn jeder Kurs so seine eigenen Sachen noch haben würde. Dass man so dann wiederum sagen würde, oh, ich bin Teil von Science, dementsprechend gibt es viele Science-Skulpturen und dies und das und jenes. Also ich will eigentlich erstmal noch keine Teppiche auslegen, weil ich muss zugeben, wir haben hier bereits Teppiche, das sieht dann also dementsprechend leicht merkwürdig aus. Kann ich die einfach dahinter hinhängen? Ja, tut mir zwar so ein bisschen leid, aber ja, also gucken wir mal hier, das ist der Hauptaugenmerk, das ist schon auf 4, ist wieder auf 4 runtergefallen, aber das ist uns Wurst. Man könnte überlegen, ob man mehr von denen einstellen sollte, dass man gleich 2 hat, die sich darum kümmern. Leute irgendwie dazu überzeugen, aber gleichzeitig muss ich zugeben, so wichtig ist es nicht. Den zu haben, wird vermutlich helfen, aber gleich mehrere von denen, ja, vermutlich nicht. Aber sonst, man könnte überlegen, jetzt wo wir hier schon mal einen Essensstand haben, wo auch immer die Person dafür immer wieder ist, dass man hier auch gleich den anderen anbietet. Denn wir können hier auch noch den hier gerne hinsetzen. Ansonsten, man sieht es natürlich, ich baue das hier alles gleich noch leicht merkwürdig. Weil da war ursprünglich halt meine Wand. Und ich habe vor, dann hier vielleicht auch irgendwelche weiteren Gebäude hinzusetzen. Welche? Frag mich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit wirklich ist, wenn es uns entgegengeworfen wird. Man könnte hier schon mal überlegen, ob man ganz bewusst einen weiteren Lecture Theater bereits hinbaut und upgradet. Einfach um das Geld, was hier rumliegen haben, einfach zu nutzen. Beziehungsweise wir könnten natürlich überlegen, wir könnten ja mal ein neues Lecture Theater bauen. Und zwar, ich will einfach mal wissen, Standard ist 4x4, das ist auch ein 4x4. Sagen wir mal, wir machen den größer. Wir setzen den in die Mitte und hätten hier links und rechts Platz. So, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das hier volle Kanne übertreiben. Deswegen, es ist jetzt einfach hier letztes Level. Wir sind auf der sicheren Seite. Warum nicht einfach mal mit Blödsinn Sachen testen? Gucken, wie das dann am Ende aussieht. So, von mir aus können wir hier ruhig noch Fenster hinballern. Wir geben nämlich auch nochmal ein paar Bonuspunkte. Dann gehen wir hin und sammeln die hier an. Nicht hundertprozentig gerade, aber solange sie da hinlaufen können, sollte das alles in Ordnung gehen. Wir sagen, die beiden passen da wirklich nicht hin. Jemand will, okay, wie auch immer du es schaffst, bei der Super-Universität hier
nicht mitzukommen. Aber I don't give a shit. So. Ja, und dann werden wir gucken, dass wir den Rest hier noch mit irgendwelchen Postern vermutlich zumüllen. Ja, wir wollen definitiv keine Blume hier reinstellen. Das führt nur dazu. Nice. Ich erhoffe mir, dass dieser Raum richtig viel tut. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die, die wir haben, eh auch schon in Ordnung gehen. Aber einen da mal zu testen, warum nicht? Ja. Immer mehr Konzerte. So, damit haben wir schon 3 geschafft. Gut, damit haben wir wieder auf und schicken den jetzt darüber. Aber ich gehe davon aus, dass wenn ich die Clubs abgeschlossen habe, das vermutlich mit bester Entscheidung sein wird, danach zumindest die Orb Foundation wieder loszuwerden. Nice shape. Ansonsten ebenfalls, ich glaube, ich habe noch niemanden hier aktiv reingehen sehen. Aha, ich weiß, warum du grinst, wenn ich schon wieder den Kollegen hier sehe. Auch hier, keine Ahnung. Deswegen, man sieht sie auf den Bänken sitzen, aber alles andere... So, wir haben noch nicht die Bank. Dann... Hier, yeah, so an die Ecke, falls sich da jemand hinsetzen möchte... die haben wir noch nicht. Die nimmt aber auch sehr viel Platz weg, weil sie da so einen riesen Stein hinten dran hängen hat. Ja, danke schön. So, wir haben noch ein paar andere Sachen. Warum das Ding nicht einfach mal hier so in die Mitte pflanzen? Yes. Ist vielleicht dumm. Warum? Noch Blümchen, irgendwelche von den Dingern. Yes. Das Ding haben wir platziert, die Dinger haben wir platziert. Kann man die Dinger drin? Kann man sogar drinnen platzieren. Oh. Oh ja, da können wir noch die ganzen Statuen setzen. Das ist ein Chunk. Einfach damit diese Ecken hier alle toll aussehen. Echt die irgendwie. Ja, das Problem ist natürlich, die sind halt relativ groß, aber. Wie die halt wie sie, also es ist natürlich schon eine Müllhalde, wenn man ganz ehrlich sein darf. Der darf nicht mal drin stehen. Ja, das Ding ist Klotz. Ja, wir stellen einfach Zeug überall hin. Oh ja, Minigolf, wo ich immer noch mehr. Also da finde ich, hätte ich es cool gefunden, wenn man auch so. Kann man natürlich allgemein sagen, und das wird dann vermutlich auch wieder so Teil der DLCs werden. Man weiß ja auch nicht, wie es bei Two Point Hospital aussah, weil die Spiele leben halt so ein bisschen unendlich viele DLCs einen gegenzuwerfen. Und man dementsprechend natürlich auch. Oh, nicht. Keiner mehr ist beim Training mehr. Das überrascht mich. Wir sind also hier gut durchmarschiert. Aber dass man halt dann doch es schaffen würde. DLCs zu bringen oder halt Kurse zu bringen allgemein, die dann halt so ein paar coole Ideen mit sich noch bringen. Ich weiß nicht, ob sowas wie ein Minigolf-Kurs sein müsste oder so. Aber halt irgendwelche lustigen Ideen sind dann hoffentlich doch noch ergeben. Das ist, wenn man sagt, oh, ist noch eine weitere Sportart oder so. Aber dass man wirklich das Gefühl hat, man könnte so wirklich sowas wie einen Sportcampus aufbauen. Wo es halt dieses Cheers Field gibt und neue Sportart 3 etc. Ja, also hier geht es eigentlich nur darum, darauf zu warten, dass die anderen Kurse ebenfalls noch ihre Level erreichen. Und dann gleichzeitig Attractiveness aktiviert wird. 9 Leute sind da wieder dabei. Hier habe ich jetzt noch nichts Neues. Man könnte natürlich jetzt schon überlegen. Weiß nicht, ob wir die Punkte überhaupt dafür haben, aber... Nee, haben wir nicht. Aber wir könnten trotzdem überlegen, in der Zukunft schon mal sowas wie Money Business zu starten. Funny Business, nicht Money Business. Was bräuchten wir denn hierfür? Hierfür bräuchten wir dann Computer Lab. Ich meine, wir haben das Geld herumlegen. Von mir aus können wir hier hingehen und...
das schon mal vorbereiten. Mir ist wichtig, ich war so frei und hab dann auch wirklich die ganzen Sachen so ein bisschen rüber kopiert. Außer das, was ich natürlich jetzt bauen wollte. GG, me. Ja, keiner schreit nach einem Gym. Level 2. Warum habe ich ein Level 2 Ding gespeichert? Level 4. Ja, da fehlt noch sowas wie Werbung. Ja, Marketing spare ich mir weiterhin. Ich denke, das ist wirklich einer der nutzlosesten Räume im Spiel. Level 20, schick. Brauchen wir einen weiteren Trainingsroom? No. Brauchen wir einen weiteren Staffroom? Wichtig ist, es ist nicht der gleiche, den wir hier haben. Er ist insgesamt wirklich kleiner. Der steht dann hier oben. Support. Ich glaube, den habe ich kopiert gehabt, genau. Die Library hatte ich kopiert gehabt. Da kann man nochmal ganz kurz vergleichen, wenn man möchte. Ja, die ist halt ein bisschen alles aufgebaut. Genau, die hat dann auch irgendwelche Statuen noch mit dabei. Die ist Level 8. Würde ich die mir vielleicht krallen? Hier hinstellen? Und das andere Ding löschen? Könnt ihr das machen? Aber, sind wir doch mal so clever. Bauen das Ding noch mal ein kleines bisschen aus. Wir müssen da eh noch die neuen Sachen reinstellen. Das muss raus, hier ist nämlich zu warm. Und wir gehen hin, statt dem Ding, nehmen wir das Monstrum hier. Das richtig rum wird vermutlich richtig rum sein. So, neues Jahr ist vorbei. Great, ich kümmere mich gleich drum. Ah, ich mache das Ding ganz kurz zu. Dann gucken wir uns hier schnell das an. Nice. So, was wir noch brauchen ist hier. Und ich finde es schön, dass man da wirklich gerade nichts sieht. So, die Dinger kommen raus. Und wir wissen, die Dinger müssen darüber geworfen werden. Okay. Wollen wir irgendwie versuchen, noch 21 zu erreichen? No. Dafür ist es wirklich nicht wichtig genug. Hätten wir irgendeine Aufgabe, die daran gekoppelt wäre? Okay. So ist aber. So, das ist Level 5. Ja, wären wir einfach los. Einfach weg damit. Das Ding müsste jetzt damit besser sein. Hallo. So, wir werden dann die Dinger so nach und nach austauschen. Bzw. logischerweise ein paar werden von denen drin bleiben. Deswegen, ich glaube, wir haben hier nochmal eine neue Bust hinzubekommen. Die wir auch hier hinstellen können, aber fragt mich nicht, welche ich habe. Wird es nicht hervorgehoben? Haben wir. Dann bist du neu. Mein Glückwunsch. Hier. Ja, irgendwelche Display Cases, die müsste man dann vermutlich holen, wenn wir die Archäologen holen würden. Was wir nicht tun. Auch wenn es vermutlich lustig wäre, hier unendlich viel Platz für die zu verschwenden. So, jetzt haben wir hier das neue Ding. Unterricht hat kaum begonnen und jemand ist schon Level 2. Level 7. Achso, ihr. Moment, du bist Level. Ne, doch, du bist auch, okay. Ich dachte, ich hätte Level 2 gelesen und der andere 7. Level. Moment, ihr seid Jahr 2. Wie bist du Level 2? Das wäre leicht brutal gewesen. Was machst du hier, wenn ich fragen darf? Also, finde ich lustig, die unterrichtet und. No, ich habe keine Lust, mich hinzusetzen. Ich laufe hier einfach entlang und mach mein eigenes Ding. Achso, Speedwalken, die haben einfach Hummeln im Arsch. Ja, das Ding hier ist so nebenbei. Ich denke, wenn man hier drin noch ein paar Sachen platzieren würde, dann würde das noch besser aussehen. Sollte ich irgendwas platzieren? Ich denke, man könnte überlegen nochmal. Hatte ich nicht hier draußen? No, hatte ich nicht scheinbar. Achso, nee, die hatte ich hier hingestellt, richtig. Dann können wir auch noch mal ganz kurz gucken. Denn ich habe das Student Launch hier auch nochmal als Alternative. Immerhin genau gleich groß. Ich stelle hier einfach noch eine hin, Fragezeichen. Stört das jemanden? Level 8 gegen Level 11. Das Ding ist schlechter. Oh. Weil im Endeffekt soll es Wurst sein, aber es ist interessant zu beobachten.
Ja, der hat die ganzen Poster-Sachen dran, die der noch nicht hat, aber. Wurst soll es trotzdem bleiben. Okay, drei sind von denen fertig. Wir arbeiten an der Sache bereits. Gut. Okay, nur noch eine Frage der Zeit. Das Zeug wird weiter verbessert, die arbeiten da dran. Ich denke, wir bleiben auch hier in dem Fall wirklich bei ein. Ich habe irgendwas, was wir sonst noch basteln sollten. Mittlerweile sind wir so dem Punkt wirklich, wo man einfach bastelt. Action Theater haben wir schon einen extra gebaut. Ich würde ganz gerne nochmal Marketing machen, auch wenn ich nicht glaube, dass mir das hilft. Also, ist jetzt so ein bisschen die Situation, wo man das Gefühl hat, man könnte das Ganze einfach laufen lassen. Wartet darauf, dass die neuen Jahre vielleicht nach neuen Gebäuden und Lehrern schreien. Aber ansonsten bin ich oder habe ich nicht das Gefühl, irgendwas noch extra zu brauchen. Die da unten machen ohne Probleme ihre Sachen. Das Ding gibt nochmal extra Learning Power. Wo ich mich frage, ob man was davon hätte, wenn man so eine richtig große Bibliothek baut, wo man sagt, man hat mehrere von diesen riesen Sitzmöglichkeiten, Receptions Officer genannt, mehrere Arbeiter, die da drin sitzen könnten, wo ich mich frage, ja, man könnte das ohne Probleme erhöhen. Man darf ja nicht vergessen, wenn ich ihn anvisieren könnte, der hier, gibt wirklich Learning Boost. Das heißt also, wenn man es mal übertreiben darstellen würde, wenn man 10 von denen hätte, die alle auf Level 10 wären, what the fuck, dann könnten die natürlich hier so einiges machen. So, ich helfe euch mal ganz kurz aus. Ansonsten hier Complete Assignments, das habe ich bestimmt auch schon 3 oder 4 Mal jetzt gehabt. Wie man sich vorstellen kann, häufig funktioniert das von alleine. Solange man wirklich deren eigentlich die meisten Sachen platziert. Ja, hier so die eine Tanzfläche, da hat jemand nachgeschrien. Ja, das ist ein bisschen schade, dass man zum Beispiel nicht seine eigene Beachparty haben kann. Wenn man sagt, hey, ich baue jetzt das Ding einfach hier hin. Das passt zwar nicht irgendwo, aber hier künstlich Sand hinzuschütten, warum nicht? Hey, haben wir auch nochmal nebenbei Sachen. Wie schon angemerkt, das ist mittlerweile vollkommen uninteressant. Wir sehen, wir sind hier eigentlich auch schon kurz davor, das dann zu machen. Haben wir eigentlich irgendwelche? Win Staff Satisfaction. Ja, dass ich das nicht gewonnen habe bisher, nicht mal ansatzweise. Das wird nicht die größte Überraschung sein. Unlock 10 Room Customizations. 4 Staff Customizations. Jane Trinitas, genau. Ich meine, wir können das uns mal angucken, wenn wir jetzt hier schon sind. Stand on Break Staff Customization. Okay, also wir könnten denen die unterschiedlichsten, lustigsten Overalls andrehen. Die ich mir nicht mal angucken kann. Ich kann sie entweder kaufen oder nicht. Nurse Scrubs. Okay, das ist natürlich ulkig. Warum auch immer ich jetzt zu dir geschickt worden bin? Ach so, weil das die unterschiedlichsten Dings sind. Okay. Tragen die das dann alle? Apply to all. Okay. Ja, klar, dann zieht doch einfach mal das Zeug an. Sure. Green Coats. Yes. Und ihr? Orange. Yes. Great. Wo konnte man eigentlich die Übersicht dann nochmal sehen, was man freigeschalten hat? I don't know. No. I don't know. Hier oben, richtig. Irgendwas habe ich noch, aber irgendwie. Pin Objectives, richtig. Das ist auch noch eine Sache, die man machen könnte. Room Customizations. Das da. Könnte also andere Wände freischalten und andere Böden. Okay, the Get a Grip. Wie wär's mit. No, nicht zu. No, sorry, mein Fehler. Weiter da hast du.
Und Dark Neon. Okay. Haben wir denn sonst noch so? The Big Blue. Und Mostly Burgundy. Hier sind ein paar überraschend viele. Ja, Rainbow, wow, yes. Sowie Space Grass. Und ist trotzdem grün. Motherflord. Ja, ich mach's einfach. Einfach, weil wir haben es nie gemacht bisher. Ich behaupte einfach mal, das ist in vielerlei Hinsicht auch nicht wirklich interessant genug. Moment, wurde das jetzt für beide gemacht? Nee, die sehen einfach nur so aus. Yes, Seaweed. Achso, hier ist auch noch der Anguck-Button. War der schon? Ja, der war schon immer da. I don't kinda care. Ist halt einfach jetzt so. Okay, das haben wir gemacht. Das wurde dementsprechend. Gucken wir mal hier rein. Conference Gloom. Ja, schöne Beschreibung. Immer Sea of Questions. Hey, great. Wie sieht's denn hier aus? Achso, hier wird das übernommen von dem anderen. Beach Party. Ja. Und das Schöne ist, wir machen das eine hier und die anderen bekommen auch nochmal was Neues. Yeah, Duck and Orange. Nicht einfach da bleibt. Okay, great. Ja, was haben wir hier so Feines? Ah, furchtbar. Das sieht doch besser aus. Es tut mir so ein bisschen leid, weil das finde ich vollkommen uninteressant, dass man die hier so anpassen kann. Vor allem, weil einfach die Auswahl zu wenig ist. Anstatt einfach einem die Möglichkeit zu geben, das in allen Situationen nutzen zu können. Das ist eine Sache, die man freischaltet, für alle Räume nutzbar ist. Also das heißt, wenn man alle halt die Rubber Duckies hier haben möchte, warum nicht? Salad Green. Yes. Und Boden. Ich finde zwar den Grünen eigentlich passender, aber. Okay. So, was haben wir denn hier so Feines? Freshwater. Und. Okay. So, hier erwarte ich mir jetzt was fangen. No. Nein, ich nehme den da. Okay, ich glaube, ich habe das meiste jetzt hier angepasst. Einfach, um es mal gemacht zu haben. Great. Ja, damit haben wir auch nebenbei den hier schon abgeschlossen. Great. Also, es geht jetzt nur noch darum, den letzten zu machen. Gott, wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde. Ah. Ich hatte gehofft, das würde mehr tun. Ich meine, wir könnten trotzdem überlegen, irgendwas. Wir haben auch noch nicht mal das verbessert. Ich muss zugeben, ich bin zu faul, die Sachen wieder selber zu bauen dieses Mal. Das heißt, ich springe ganz kurz rüber und hole mir das Zeug, was mir fehlt. Ich melde mich zurück und werde gleich mal gucken. Was wollte ich jetzt als nächstes überlegen? Ich denke, Funny Business skippe ich. Und ich würde mich eher auf das fokussieren. Das heißt, wir bräuchten Computer Labs. Wenn wir Computer Labs gehen wollten, gucken wir mal ganz kurz. Wie man sieht, ich habe ein paar Sachen gespeichert. Einfach im Endeffekt alles, was ich so ein bisschen angefunden habe. Ich hätte hier Computer Lab für 174.000. Da ist so wirklich alles drin. Dann sehe ich, da ist nicht alles drin. Ja, da fehlt der Supercomputer. Frage ist, ob man das Ding trotzdem schon mal hierhin platziert. Das ist eigentlich beängstigend, dass du so ein Ding hast. Level 9 ist also auch noch nicht mal das Beste. Und viele Sachen stehen da einfach frei in der Luft. Okay.
Aber. So, dann basteln wir da mal ganz kurz dran. So, dann hier fehlt nämlich der hier noch. So. Und interessant auch zu sehen, dass es gewisse Sachen gibt, wo ein Haken mit dabei ist, weil das halt einfach benötigt wird, aber der Rest, da ist es erstmal nicht so dringend notwendig, okay. Okay, dann hätten wir hier schon mal einen von denen, falls wir da tatsächlich in der Zukunft was mit anfangen wollen, dann können wir das. Ja, das Jahr endet gleich von mir aus. So, mach mal hier bitte hin. Meine, im Endeffekt, die Ändern sind uns jetzt Wurst wiederum. Die sind abgeschlossen. Ja, ich denke, der Track Deafness Rating, das könnte schon fast von alleine passieren. Einfach, wenn man das Ende des Jahres abwartet. So eins zum Beispiel. Aber... machen wir einfach weiter. Meine Frage ist... das Problem ist vermutlich, ich brauche mehr Punkte, um andersweise was machen zu können. Das heißt also einfach, Money Wrangling zu starten, ist noch nicht drin. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ich nicht schon bereits Leute irgendwie für einstellen könnte. Deswegen machen wir einfach weiter. Und dann einfach sage, hey, ihr trainiert schon mal oder ähnliches. Deswegen, ja, hier, das ist einfach nur eine fast Geldverschwendung. So, das Wichtige ist natürlich jetzt eigentlich, dass diese eine Nase hier so schnell es geht wieder auftaucht, um dafür Werbung zu machen. Nice. Da ist er auch schon. So, und jetzt lädst du die alle da ein. Das geht auf Level 5 und dann können wir da einen Haken machen und von mir aus die Orb Foundation auch gleich dann wieder löschen. So, hier fehlt jemand, wo ich mich frage, wo zum Kuckuck die Person mal wieder hin ist. Aber, oh, wir haben alle unser Training mal wieder abgeschlossen. Wow. Okay, dann nur los. Weiter, weiter, weiter. Wie immer, wir werden uns jetzt, denke ich, in erster Linie doch auf die Lehrer wieder fokussieren. Der Rest hat immerhin so ein bisschen Unhappiness. Mhm. Ja, und da unten noch einer. Gut. Das sind dann jetzt auch wieder eine Handvoll von denen. Dann kriegen wir auch das hier irgendwo noch fertig. Wir könnten irgendwann vielleicht noch hier einen gebrauchen. Und die Überlegung ist halt... nice. Wenn wir eh das Geld haben... oh, und dann haben wir noch ein Dakudo-Ziel erreicht. Nice. Das kriegen wir dann auch noch in zwei. Und im heutigen und dann dem nächsten Teil. Hier ist nichts zum Upgraden. Da könnte man natürlich dann auch noch überlegen. Genau hier. Wenn wir jemanden haben würden, der auf das nicht Science Lab, Computer Lab zurückgreift. Das ist relativ übel. Ihr nutzt es nicht. Ihr nutzt es nicht. Ich finde interessant, dass es Academic Exercise genannt wird. Ihr würdet es theoretisch nutzen. Also das wäre vielleicht der nächste Schritt, den man überlegen könnte. Hier fehlt das Recording Studio, aber das würde dann auch eine Option sein. Meine Frage ist halt einfach nur, ob das cleverer wäre, das zu überspringen. Medium. Für wie viel? 7,5. 9.000. Da fehlt uns das VR-Lab. Dafür wären wir vorbereitet. Ihr bräuchtet den Gym. Und ihr gebt relativ viel. Aber da fehlen uns noch zwei weitere Sachen. Man könnte es natürlich trotzdem überlegen zu machen. Das Problem ist, nur 40 Punkte müssen wir dafür haben. Das ist dann doch eine Menge. Da müsste man erstmal hinkommen. So, ihr macht euer Training. Also, meine Überlegung war, dass wenn wir tatsächlich einen schweren Kurs, also die beiden, die wir bisher haben, wählen würden, ob man dann nicht sich schon noch ein bisschen mehr darauf vorbereitet, dass man versucht, sowas wie Nachhilfe gleich zu bauen. Oh, die stehen da alle Schlange. Yes! Logischerweise, einfaches Einschreiben reicht nicht. Wir müssen dann noch die ganzen anderen Sachen machen. Und mich frage, ob man die Dinger irgendwie hätte cleverer positionieren müssen. Kann man das Ding reinstellen?
No. Kann ich das Ding hier reinstellen? Yes. Okay. Dann... irgendwo, wo es vielleicht nicht 100% im Weg steht. Irgend sowas. Oder natürlich... wir bieten gleich zwei von denen an. Ganz simpel. Ja, wäre schön, ein Attractive Rating noch ein kleines bisschen sich Zeit lassen könnte. Obwohl man natürlich auch sagen kann, selbst wenn wir hier den zweiten Stern kriegen würden, wir würden uns einfach schon mal zum dritten hinarbeiten. Oh, das Ding ist noch nicht fertig. Ooh, what am I doing? Deswegen musst du überlegen, dass du vier von denen, die alle in der Theorie relativ gut ausgestattet sind, und dann wissen die Studenten schon so ein bisschen, der eine ist aber nicht so toll wie die anderen drei. Das darf ja nicht sein. Oh, wir haben einen Verletzten mal. Lapthroat. Mhm. Vielleicht das Ding nicht komplett einatmen? Sharpest Tool. Also Knack for Repairs. Ja, das ist interessant, dass die... wie werden die offiziell genannt? Wird das nicht irgendwo mal angezeigt? The Rebel. Decides to believe that rules are made to be broken. They will even fix things around the campus as long as they're not supposed to. Da hätte ich eigentlich so ein bisschen erhofft, dass die halt eher so die Problememacher sind und nicht halt doch einen positiven Trade mit sich bringen. Aber man sieht auf jeden Fall, die Research lohnt sich nicht, weil ich nichts zum Researchen habe. Und dadurch, dass ich eh das Gefühl habe, dass die Researcher nie in ihren gottverdammten Bereichen sich aufhalten. No unauthorized talking on campus. Thank you. Auch nicht. Completed Training, Senior Teacher. Senior Teacher auf Level 3 finde ich sehr beeindruckend. Ich frage mich, ja? Wenn man einen Kurs freischalten würde oder aktivieren würde, könnte man die Anzahl von Studenten auf 0 drehen und dann trotzdem seine Leute hier einladen? Müsste man mal gucken. Was man übrigens auch mal gucken könnte, ist, dass man vielleicht das da irgendwann mal auf... okay, wir sind schon auf 2. Einer ist auf 5. Was auch immer du da machst, um das alleine so nach oben zu bolzen. Beeindruckend. Wir haben sogar gleich die Möglichkeit, theoretisch zwei von denen auf einmal zu haben. Dementsprechend tun wir es auch einfach. Oder drei von denen? What? Oder ist es jetzt... achso, das war da drüben. Okay, dann machen wir überall halt einfach das Disco-Licht an. So, mein Problem... Taumor Comfort. Den ist es hier zu... oh, ja, den ist es hier zu warm. Ja, und euch ist es vollkommen in Ordnung. Gut. Ja, das ist das Fiese, wenn man Sachen speichert. Man muss immer so ein bisschen gucken, was da drin gelagert wird. Was musste man da eigentlich nach rausschmeißen? Den lassen wir nochmal hier drüben gucken. Ne, ihr habt nichts drin. Schick. Ich meine, man könnte sich ja eigentlich auch vorstellen, dass, Überraschung, Überraschung, man Heizung und Klimaanlage einfach ausschaltet. Was für ein Konzept. So, irgendwas hat gerade Boom gemacht, aber nichts... ach, das war vermutlich nur das hier unten. Ja. Oh, da sitzt mal jemand drin. Wohohoho. Dude, you fast. Und der schmeißt auch schön Sachen weg, so wie es sich gehört. So, was bist du auf jetzt? Oh, du bist auch noch ein Nucky Die. Neutral Character, okay. Der andere war eine Nerdette. Course Fees. Total Student Debt. Okay. Außer einfach so, dass man nie wirklich achtet. Personal Goals failed. How? Das muss ja einfach sein, dass er selber keine Zeit hatte. Denn hier gibt's nichts, was fehlt. Außer die individuellen Kurse vielleicht oder individuellen Kleinigkeiten. Aber halt... wenn es darum geht, halt essen, trinken, schlafen, etc. Das ist alles gegeben.
Selbst in den Kursen, die existieren, dürfte es eigentlich nichts geben, was fehlt. Und wisst ihr was? Das gucken wir uns jetzt an. Gibt es hier irgendwas, wonach die schreien? Haben wir alles? Haben wir alles. Also in der Hinsicht, da dürfte nichts kommen. Selbst wenn es darum geht, irgendwie vielleicht hier Entertainment zu haben oder jemanden anzurufen oder hier selbst diese doofe Clown-Trunk können die haben und nutzen. Also hier ist keine Ausrede. Außer, dass sie selber keine Zeit hatten. Level 3, okay. Also Leute schreiben sich ein, das ist schön zu sehen. Oh ja, und dann sieht man natürlich, wie aggressiv sich das anpasst, wenn man wirklich sich darauf fokussiert. Okay. Also jetzt so langsam könnte man natürlich schon mal gucken, dass wir wenigstens das eine hier abschließen. Interessant aber zum Beispiel hier... Ja doch, es bewegt sich so halbwegs. Ich frage mich, ob einfaches Einschreiben schon reichen würde. Es scheint so ganz, ganz wenig zu tun. Ich frage mich, ob man das Ding woanders hinstellt. Weißt du, ich stelle das Ding mal in die Mitte hier. Damit die Leute da nicht in die Ecke laufen müssen oder es übersehen oder ähnliches. Das Ding, da tummeln sie sich drum rum. Das funktioniert, glaube ich. Und das letzte Ding ist da hinten. Das hoffe ich mir auch mal, dass sie da hinkommen. Ansonsten haben wir immer noch Train 1 out of 3. How in the world? Okay, da kommt einer. Wichtig ist natürlich, dass sie zum Teil das unterbrechen. Und nur da weitermachen können, wenn sie auch dafür Zeit haben. Aha, und da ist auch schon sofort der zweite fertig. Okay, ja. Das funktioniert soweit alles. So. Ich frage mich. Wir hatten 1 Stern, Monthly Profit 30.000. 2 Stern, 60.000 Monthly Profit. Ob sie denn bei Stern 3 90.000 verlangen werden? Weil das erreichen wir so aktuell nicht. Dementsprechend hatte ich ja schon überlegt, irgendwas zu machen. Oder also einen Kurs hinzuzufügen, der ein bisschen mehr Geld einspielt. Da ist dann halt die Frage, wir wissen theoretisch, wer der teuerste oder der beste ist. Ja, dafür bräuchten wir mehr Punkte, um School of Thought hinzuzufügen. Und auch vor allem 4 Jahre. Wir bräuchten nur noch ein Gym und einen VR-Lab. Das sollten wir hinkriegen, wenn es ernsthaft darauf hinauslaufen sollte. Sollte man hier, sollte man überlegen, hier mal wirklich denen nochmal ein paar Möglichkeiten geben, hier an Essen und Trinken zu gelangen. Einfach nur, damit es näher dran ist. Und wisst ihr was? Hey, Clubs sind abgeschlossen. Sehr schön. Ich gebe euch aber nochmal mehr Hand Sanitizer. Einfach um auch diese Option sicher zu halten. Falls irgendwie heißt, dass wir wieder einen gewissen Hygienewert erreichen müssen. Okay, jetzt geht es nur noch darum. Attractiveness Rating. Relationships. Meine Relationship müsste ja theoretisch auch in der Hinsicht funktionieren. Kann man die hin? No, die kann man da nicht draußen stellen. Okay, das bringt es in der Hinsicht nicht. Ich will eigentlich nicht anfangen und dummes Zeug hier platzieren, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ah, I love toilet paper. Müsste eigentlich dann hier hin. Kann ich die irgendwo hinhängen? Das Interessante zum Beispiel ist hier... Da ist Kollision mit dabei. Warum? Auch? Na. Gott, sieht das alles furchtbar aus. Selbst das funktioniert nicht. Hier haben wir nochmal die Dinge. Ja, ich weiß nicht so wirklich, wo ich damit sonst hin soll. Hätte man auch theoretisch in anderen Farben. Ja,
noch nie darauf geachtet. Das sieht natürlich ganz toll aus hier. Ja, besser geht's leider nicht. Jetzt hat unser Teppich einen eigenen extra Teppich bekommen. Aber hey, vielleicht gefällt es Leuten ja. Damit wissen die Leute auch stets, wo der Eingang ist. Weil es ja so komplex ist. Ich finde es schön, dass hier die Türen immer offen sind. Gerade wenn Leute dann aus der Dusche steigen. Dass jeder darüber informiert. Hier ist natürlich an einer schönen Stelle, wenn man ganz ehrlich ist. Okay, ich würde mal behaupten, mit dem Sommer jetzt hier in Kombination werden wir unseren nächsten Stern bekommen. Wir werden einfach abwarten. Your Patience, das Schöne ist, das funktioniert nebenbei ebenfalls ohne Probleme. Ja, das können wir für nächstes Jahr schon mal starten, wisst ihr was? Ach, das seht ihr ja. Warum nicht? Mach das hier von mir aus. Einfach nur sicherzustellen, dass die Leute ihre Happiness hochbekommen und in einen Film gucken. Kann man eigentlich auch überlegen. Einfach hier weiter das auszunutzen. Möglichst viele Optionen haben, dass es... Und dabei ist Attractiveness nach unten gegangen. Warum geht es nach unten, wenn Leute nach Hause gehen? Man könnte natürlich nochmal überlegen, ob man... Nee, das ist jetzt leider alles Upgrades. Interessant, ich habe einen angefangen gehabt, einen Security auszubilden, aber bisher hat sich unser Mega-Corps dann oder Jumbo-Corps dann noch nicht entschieden, uns da doof zu kommen. Brauche ich noch irgendwie mit Upgrading Skills? Ich meine, im Endeffekt soll es es auch schon tun. Er sollte seinen Job auch trotzdem gebacken bekommen. Das machen wir nebenbei. Great. Yep. Mhm. Da hat man auch schön den Mülleimer aufgesucht. Können wir natürlich auch nochmal ganz kurz machen. Nochmal sicherstellen, dass die Leute ja überall ihre Mülleimer haben. Passt da natürlich nicht hin. Da haben wir schon welche. Kann man die draußen hinstellen? Kann sie auch draußen hinstellen. Check. Wo ist denn das ganze Personal mal wieder hin? Ja, also jetzt sich mal kurz zusammenreißen. Kurzes Attractiveness Rating da erreichen. Und dann hätten wir hier... Also was, dann kann ich auch das neue Jahr starten, wenn das gar nicht so hoch kraxelt, wie man sich das erhofft. Kann ich hier noch irgendwas anderes hinstellen? Mein Problem ist halt, ich weiß nicht, wo Zeug tatsächlich zählt und wo wiederum nicht. Das wäre schön doof. Nee, okay, das funktioniert nicht. Ich wollte schon fragen. Was zum Gucken hat das Spiel vor? Mhm. Ja. Funktioniert. Bäume. What are those? Recommended. Steine. Oder this one. Okay. Nicht mehr da hinten hin platzieren. Ich kann es auch leider nicht drin platzieren. Und so zu sehen. Hier haben wir, glaube ich, so gut wie alles gebaut. Den habe ich noch nicht freigeschalten. Oh no. Das haben wir alles. Auch hier drüben. Das hier. Wir haben die Statue noch nicht. Jetzt schon.
Wollen wir nicht platzieren, das macht es zu warm. Ja. Jeder darf hierhin platziert werden. Ach, der ist ja richtig niedlich im Verhältnis. Beach-Statue. Okay, also der Wert geht wirklich nicht einfach nach oben. Boring. Das Ding drin platzieren? Of course. Aha. Kann ich den Bagger hier rein platzieren? Na. Ich kann ihn... Ja. Yep. Gibt der Pluspunkte? Das sollte ich vielleicht vorher sicherstellen. Er hat keine Gameplay. Okay. Okay, weiter geht's. Wenn es so nicht weitergehen soll, müssen wir das einfach nebenbei machen. Okay, dann bei 55 ungefähr springen wir wieder raus. Und ich habe nicht nebenbei allzu viel, was ich machen kann. Ich werde maximal schon mal gucken, irgendwelche Lehrer extra einzustellen, um die schon mal zu trainieren. Maybe. Level 7 ist ein Monster. So, bei dir könnte man ja nochmal gucken, wo auch immer die Person ist. Bin ich blind? Achso, ja, weil sie was anderes sagen. Dir könnte man mal geben, dass du... Oh, okay, du hast jetzt gerade überhaupt keine Lust da drauf. Tust aber trotzdem unhealthy. Was ist denn unhealthy? Needs fresh air exercise in a healthier diet. Ja, interessant. Frag mich nicht, wie man das beeinflusst, aber... So, wir machen munter weiter. Wir können ja hier draußen nochmal weiteres Zeug einfach mal hinstellen. Weil es zum Teil nämlich auch einfach Attractiveness gibt. Und dass ihr einfach mal hier so weiter hinstellt. Irgendjemandem wird es schon gefallen. Sitzmöglichkeiten. Könnt ihr euch da mittendrin einfach hinsetzen. Da vorne haben wir jetzt Möglichkeiten. Wir können ganz gerne mal hier nochmal welche anbieten. Und da ist es. The Jetty Bus. Aha, I didn't think it was possible that we would see TPU back on its feet for a second go round. I just didn't think that anyone could, would or should be bothered. I certainly wasn't. All the same, people do seem delighted, to each their own, I suppose. Okay, und dann zu guter... Oh, 100.000 monthly. Okay. Average Happiness, ja okay, das geht... Oh, Campus 35 und A-plus Great Students. Und das ist der Grund, warum wir im Endeffekt dann doch darauf uns fokussiert haben, einfache Kurse zu haben. Ich denke, wir nehmen den schweren Kurs mit, wirklich School of Thoughts, damit wir die Möglichkeit dort haben, und das denke ich, starten wir tatsächlich schon mal, School of Thoughts. Ja, da müssen wir uns erstmal hinarbeiten. Wie gesagt, das sind 40 Punkte, die wir brauchen. Was brauchtet ihr? Gym und VR-Lab. Ich denke, dass man da zumindest schon mal das VR-Lab baut. Und upgradet es richtig. Damit die gleich von Anfang an richtig reinstarten können. Das Ding ist ein Monstrum von der Größe. Level 7, das geht in Ordnung. Ja, und dann geht man einfach hin und sagt denen schon mal... Die sollen einfach schon mal arbeiten. Der Monthly Profit ist insgesamt schon gut, aber da müssen wir trotzdem erstmal hinkommen. So. Ist vorne, ist es hinten? Hier. The Goth Corner. Hier kriegt ihr noch einen. The Happiness überrascht mich so ein bisschen, dass es nicht auf dem höchsten Niveau ist. So, Kollege geht da rein, macht das. Dann gucken wir nebenbei auch schon einfach mal. Gym. Oh, wie viele Gyms habe ich denn gespeichert? So, wir haben das Monstrum. Level 13. Wir haben das hier, Level 11. Wo ich mich wieder frage, das müssen wir vielleicht mal gleich gucken. Das ist sehr niedlich.
Und das ist auch ein bisschen länger. Ja, man sieht wirklich den Preisunterschied. Kann man einsehen, bin ich blind? Na, man kann auf den ersten Blick nicht sehen, was für Level die haben. Erst wenn man dann draufklickt. Ja, komm. So. Wir. Genau, wollten hier nochmal hingehen, hier nochmal gucken, dort nochmal gucken. Was braucht ihr offiziell an Sachen? Can't fucking scroll. Nein, im Endeffekt. Nur weil es aber kann man Sachen immer nochmal neu bauen. Ja, wir haben 3 Millionen. Oh, da ist jemand sogar gleich hingerannt, um irgendwas zu befriedigen. Prestige Lab. Interessant. Ja, irgendwas, was man sonst noch reinschmeißen kann? Außer einfach mehr? Da sind schon drei von denen. Von mir aus kann man noch einen weiteren von denen hier geben. Weitermachen. Gibt keinen Grund, sich da zurückzuhalten. Also, ich würde mal sagen, dann fürs nächste Mal. Wir werden uns dahin arbeiten, Campus-Level zu erhöhen. Und zwar kräftig. Wo man dann fast überlegen kann, ob man nicht den kompletten Bereich einfach schon ausbaut. Warum nicht? Und man sollte vermutlich auch überlegen, dass wir irgendwann hier einen weiteren Eingang ermöglichen. Und dann machen wir das vielleicht so, dass es vielleicht halbwegs eben ist, dass Leute, die von dort kommen, auch hier dann darüber kommen können, irgend sowas. Ja, ich denke, das sollte in Ordnung gehen. Und ich denke, wir brauchen auch nicht mehr allzu viel, was hier unseren Extragarten betrifft. Das heißt, wir können dann hier wirklich das dann den Rest richtig nutzen. Denn man sieht jetzt nicht unbedingt, dass da allzu viele Leute dahin gehen. So, meine Frage ist, ich glaube, den lösche ich. Denn das wird einen Einfluss auf Happiness haben. Ich denke, das jetzt nicht mehr zu haben, ist eine richtige Idee. So, apropos richtige Idee. Du wirst vermutlich dann umpositioniert. Wir brauchen dich für was anderes. Und selbst wenn es nur mehr Rahmenstände ist. Ich denke, das kann man mittlerweile wirklich überlegen, einfach hier unten nochmal einen Rahmen hinzusetzen. Und wir sagen dir einfach von jetzt an noch Essen. Dankeschön. So, was haben wir denn noch so? Sci-Fi-Film, yes, of course. Und yes, das geht auch vollkommen in Ordnung. Gut, ich würde aber sagen, den Rest machen wir dann wirklich beim nächsten Mal. Und dann werden wir das Spiel abschließen. Lange Reise war's. Aber ich denke, so wie wir das bisher gemacht haben, oder allgemein gespielt haben, ging das in Ordnung. Ich denke, es wird nicht die größte Überraschung sein, gerade nachdem wir schon Two Point Hospital so gespielt haben. Ich werde vermutlich nicht mehr als das Basisspiel machen. Warum? Das werden wir noch mal ein bisschen genauer beim nächsten Mal darauf eingehen. Aber für jetzt bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.